Jesus und seine Kumpels kommen gleich wieder, nach der Werbung. Hey, willst du ganz flott in Form kommen? Willst du einen super Eindruck machen? Hast du satt, dass immer die anderen die Stecker abgreifen? Hast du satt, ein 45-Kilo-Schwächling zu sein? Ja, ich wiege doch nur 45 Kilo. Dann bau schnell und einfach Muskeln auf mit dem Gewichtmaster 4000. Ja! Durch seine 4000 Gramm gesättigter Fettsäurenproportion bewirkt die patentierte Formel, dass das Mittel nach Einnahme sofort in den Magen gelangt, von wo aus es in den Blutkreislauf eintritt. Jetzt überall erhältlich. Hol dir noch heute deine Ladung und sprich mir nach. Kampfkoloss! 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 Als Nebenwirkung könnten bleibende Nieren- und Leberschäden auftreten. Mama, bringst du mir eine Dose Gewichtmaster 4000 mit? Gern, Eric. Ich werde gleich morgen in den Laden gehen. Hallo, Freunde. Was zum Teufel ist denn in dich gefahren? Hast du nicht den Meter Schnee bemerkt, der über Nacht gefallen ist? Hör zu. Ich habe einen tollen Körper und ich zeige ihn eben gerne. Alles klar? Was? Du musst doch an die 45 Kilo haben. Ich wiege jetzt schon 47 Kilo, danke. Ja, die sind fast so groß wie die von seiner Mutter. Lacht so viel ihr wollt. Ich bin schließlich der, der ins Fernsehen kommt, eine super Figur macht. Was ist denn das für ein Zeug? Gewichtmaster 4000. Hilft mir bei der Aufbauarbeit. Für was denn? Zum Walarsch? Zum Superwalarsch? Hey, das muss ich mir von euch Hühnerbrustklappergestellen nicht anhören. Sieh mal einer an, ich bin ein solcher Kampfkoloss geworden, ich pass gar nicht mehr durch die Tür. Das nenne ich Überbreite. Ja, so langsam bekomme ich ganz schön was auf die Knochen. Du kriegst nicht ganz schön was auf die Knochen? Du bist so fett wie noch nie. Ich bin nicht fett, ich komme in Form. Cartman, dein Arsch ist so unglaublich fett, dass die Leute auf der Straße vor Schreck ausstoßen. Oh, Kacke, ist das ein verflucht fetter Arsch? Nein, tun sie nicht, du eifersüchtiger Schwächling. Oh, Kacke, ist das ein verflucht fetter Arsch. Hey, das ist klasse. Die Kameraleute bauen auf. Und ich sehe voll beschissen aus. Kampfkoloss! Kampfkoloss! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich in voller Gänze ins Bild bekommen. Mit dem größten Vergnügen und voller Stolz präsentiere ich diese Trophäe dem Gewinner. Eric, komm doch bitte zu uns rauf. Das ist er. Mein großer Augenblick im Rampenlicht. Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Ein Schuss! Ein Schuss! Hey, komm zurück! Was ist mit unserem Theaterstück? Tja, das war's wohl, Jungs. Packt zusammen. Hey, verdammt nochmal! Wann komm ich endlich ins Fernsehen? Vergiss es, Kleiner. Keine Kathy Lee, kein öffentliches Interesse. Aber ich habe den Aufsatzwettbewerb zum Umweltschutz gewonnen. Übergewicht. Schwergewicht. Korpulenz. Egal, wie man es auch ausdrücken möchte, es bedeutet alles nur das eine. Einen dicken, fetten Arsch haben. Bei uns ist heute live via Satellitenschaltung Eric Cartman aus South Park, der mittlerweile derart übergewichtig ist, dass er nicht mal mehr sein eigenes Zimmer verlassen kann. Wann wird das denn gesendet? Gibt es irgendetwas, was du den Zuschauern dort draußen mitteilen möchtest? Hört auf eure Träume! Ihr könnt eure Ziele erreichen! Ich bin der lebende Beweis dafür! Kampfkoloss! Kampfkoloss!